Treffpunkt Freizeit an diesem Wochenende. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Unser kleines Garten-ABC haben wir bereits letzte Woche gestartet und Ihnen gezeigt, welche Trends es denn in Sachen Gestaltung der Blumenkästen gibt. Natürlich muss der Blumenkasten bzw. die Pflanzen darin richtig gepflegt werden. Wie das funktioniert? Meine Kollegen Evelyn Prieb und Thomas Kehrer haben sich informiert. Jede dieser Blumen braucht den richtigen Standort. Claudius Zobel vom Blumenbunk zeigt uns heute, welche Blumen an welchem Standort am besten aufgehoben sind. Es gibt wirklich stark sonnige Plätze an Hauswänden, wo es wirklich richtig heiß wird. Es gibt dann zum Beispiel Südostlagen, das ist die Morgenkühle, da ist dann nicht so lange Sonne. Oder dann Südwestseiten, da ist es dann auch eher knallig. Und die richtigen Nordseiten, wo wenig Licht ist, die trocknen dann natürlich auch schneller, weniger schnell ab und sind meistens dickblättriger und vor allem lässt also bei, sagen wir mal, sonnenbedürftigen Pflanzen in dunklen Schatten die Blühwilligkeit nach und sie werden auch lang gestreckt und nicht kompakt und weich und also das ist schon besser, wenn man da Pflanzen nimmt, wo dafür geeignet sind. Das sind meistens großblättrige Pflanzen, wo aber leider auch aber weniger große Blüten haben. Jetzt ausgenommen Knollenbegonien zum Beispiel. Die sind auch vor der Schatten, aber haben sehr leuchtende, starke Farben. Abgesehen vom Gießen muss man trotz aufgedüngter Erde für die perfekte Blüte weiter düngen. Am Anfang muss man sie weniger düngen, bis sie richtig eingewurzelt sind. Und dann ist eigentlich schon immer gut, wenn man sie alle zwei Wochen, alle Woche, je nachdem, mit einem Blütendünger flüssig ins Gießwasser düngt. Dann sind sie immer gleichmäßig versorgt. Und also von der Blüte her lang, eigentlich bis in Herbst zum Frost, ausdauernd. Besonders die immer beliebten Geranien blühen am längsten. Vielleicht sind sie auch deshalb in jedem Garten gern gesehen. So ist auch die neue Baroness Sophie Geranie die Balkonpflanze des Jahres. Einen ganz anderen Balkonkasten pflanzen wir nun für die Küche. Einen Kräuterkasten. Zu beachten ist, dass die mediterranen Kräuter besser nicht neben Kräuter wie Schnittlauch gepflanzt werden. Weil die Pflanzen eher Feuchtigkeit brauchen im Topf. Eine mediterrane Pflanze kann in der knallen Sonne stehen und auch ziemlich trocken mal sein, das macht ihnen nicht viel. Die, wenn sie zu trocken sind, dann das nehmen sie zum Übel. Also die sollten schon immer eher ein bisschen kühlerer Boden und dann regelmäßig feuchter Boden haben. So vertragen sie schon auch Sonne, aber wir pflanzen da jetzt, was man so braucht, einmal zwei Schnittlauch. Die werden schon so groß, man muss ein bisschen anwachsen lassen, bevor man es schneidet. Dann haben wir da einen Mooskrause Petersil. So gängige Küchenkräuter und da haben wir noch einmal einen Dill. Basilikum passt eigentlich auch dazu, aber der Basilikum ist jetzt noch ein bisschen vorsichtig wegen der Kälte und zu feucht. Also er ist eher wärmeliebend, aber er braucht schon ein bisschen einen feuchten Boden, aber auch wärmeliebend. Und die können jetzt eigentlich nachts auch mal kälter. Die mediterranen Kräuter sind also etwas robuster, brauchen dafür aber mehr Platz. Die werden von der Pflanze her eigentlich eine Kübelpflanze, wo man auch überwintern kann. Die werden ein bisschen größer und brauchen Platz. Also man kann sie nicht so eng in einen Kasten pflanzen, sondern es empfiehlt sich dann schon entweder ein richtig großer Topf zum Nehmen oder einzeln in einen Topf. Was man beachten muss, ist, wenn man sie in schwarze Plastiktöpfe topft, werden die Töpfe manchmal heiß, das ist auch nicht so gut. Also am besten ist schon so ein grüner oder ein terrakottafarbener Plastiktopf. Wenn der Platz für einen richtigen Kräutergarten fehlt, muss man sich also auf die Kräuter beschränken, die einem besonders gut schmecken. Na dann, viel Spaß mit Ihren Blumenkästen. Und bei uns, da gibt's jetzt die Treffpunkt-Infos. Die
Die Wintersaison im Kleinwalsertal und Oberstdorf wäre ohne Beschneiung wohl ins Wasser gefallen. Das haben die Verantwortlichen im Tourismus nun bekannt gegeben. Nur etwa ein Drittel der durchschnittlichen Schneemenge ist liegen geblieben. An den nicht beschneiten Bergen wurden Rückgänge im zweistelligen Bereich verzeichnet. Bei den beschneiten Bergen sieht es ganz anders aus. Das Nebelhorn zum Beispiel hat sogar ein Plus von etwa 4% zu verzeichnen. Insgesamt sei in der Wintersaison 2010-2011 für die Region aber ein deutlicher Rückgang zu spüren, weil die Beschneiung im vollen Umfang fehle, so die Verantwortlichen. Für das Kleinwalsertal und Oberstdorf brachte der Wintertourismus eine Wertschöpfung von 80 Millionen Euro in die Region. Mit hochkarätiger Pianomusik soll den Erdbebenopfern in Japan geholfen werden. Unter der Schirmherrschaft des Staatssekretärs Thomas Kreuzer wurde jetzt ein Benefizkonzert organisiert, mit dem Spenden für die Menschen in Japan gesammelt werden sollen. Gastgeber des Abends sind Maho Kaneko aus Japan und Natalia Tatschenko aus Ungarn, die mit ausgewählten Werken die Zuhörer zum Spenden anregen wollen. Das Konzert findet am Sonntag, den 22. Mai um 20 Uhr im Stadttheater Kempten statt. Tickets gibt's unter 01805 132 132. Über 10.000 Menschen haben sich jetzt die Picasso-Ausstellung im Lindauer Stadtmuseum angeschaut. Das teilt die Ausstellungsleitung mit. Die Ausstellung versammelt Werke aus allen schöpferischen Phasen Picassos. 8 Zeichnungen werden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Picasso-Ausstellung dauert noch bis zum 20. August. Das Lindauer Stadtmuseum beteiligt sich an der Nacht der Museen. Die Ausstellung ist dann bis 22 Uhr geöffnet, der Eintritt ab 19 Uhr frei. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es kommt jedoch vermehrt zu Regen. Örtlich ist auch mit Gewittern zu rechnen. Allerdings bleibt es mit bis zu 22 Grad angenehm warm. Am Sonntag verschwindet die Sonne dann ganz. Durch den Dauerregen wird es deutlich kühler. Lediglich 12 bis 14 Grad werden erwartet. Auch am Montag ist keine Besserung in Sicht. Es regnet weiterhin. Vereinzelt zeigt sich aber die Sonne wieder. Die Temperaturen bleiben jedoch weiterhin kühl bei durchschnittlich 12 Grad. Dadurch sinkt auch die Schneefallgrenze wieder auf bis zu 1000 Meter. Der Dienstag wird allmählich freundlicher. Auch die Temperaturen steigen langsam wieder an. Es werden bis zu 16 Grad erwartet. Am Mittwoch kommt dann das Frühlingswetter zurück. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken klettert das Thermometer im gesamten Sendegebiet auf 20 Grad. Dadurch erstrahlt die Natur wieder in frühlingshaften Farben. Der Tegelberg steht derzeit voll und ganz im Zeichen des Drachenfliegens, denn seit Mittwoch finden hier die internationalen deutschen Meisterschaften statt. Bereits zum 3. Mal gibt es die King Ludwig Open. Ja, was es damit auf sich hat, das wissen meine Kollegen Dorothea Seifert und Peter Böhr. Sie haben den Wettkampf für uns mit der Kamera mitverfolgt und sie haben sich zudem mit der Faszination des Fliegens auseinandergesetzt. Noch einmal tief Luft holen und dann auf den Abgrund zulaufen. Und kurze Zeit später durch die Lüfte schweben. Rund 50 Piloten aus aller Welt starteten gestern so in die internationalen deutschen Meisterschaften im Drachenfliegen. Bereits zum 3. Mal finden die sogenannten King Ludwig Open in Schwangau statt. Und wie immer gab es vorab jede Menge zu organisieren. Das fängt also an, einmal mit dem Luftarm natürlich, mit der Sicherheitstechnik auch dabei. Das muss ja alles auf sicheren Beinen stehen. Dann natürlich die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwangau, die hervorragend ist dabei. Mit den Landwirten, da muss man ein ganz großes Dankeschön auch den Landwirten aussprechen, die es zulassen hier, dass wir auf ihren Plätzen landen dürfen. Dann der Tegelbergbahn, dass wir die Logistik hier haben, die Infrastruktur am Tegelberg mit den Auffahrten. Das muss ja alles nebenzu laufen mit den Urlaubern und mit den Einheimischen, die hier auf den Berg hinauf wollen. Auch Corinna Schwiegershausen war dieses Jahr wieder mit dabei. Seit mehr als 20 Jahren schon ist sie Drachenpilotin. Die Faszination an diesem Sport lässt nie nach. Ich finde es sehr reizvoll beim Drachenfliegen, dass man nie auslernt. Jeden Tag ist das Wetter anders, man fliegt ständig in anderen Gebieten und lernt jeden Tag wieder was dazu. Also man kommt nicht auf ein Plateau, wo man sich nicht mehr steigern kann, sondern man muss immer offen sein und alles aufnehmen. Man muss sehr stark mit der Natur zusammenarbeiten und alles sehen. Und ich bin sehr naturverbunden, deswegen macht mir das einen Wahnsinn Spaß, die Natur zu lesen. Wo steigt die nächste Thermikblase auf? Wo scheint die Sonne rein? Wo könnte eine sogenannte Abrisskante sein? Wo fliegen die Vögel? Ja, ich bin jetzt gerade vor einer Woche mit einem Riesenadler
weiß nicht, eine Viertelstunde zusammen durch die Berge geflogen. Und das ist der Traum, weil der so dicht rankommt. Ja. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Spaß dabei gehabt. Ich meine, ich hätte ihn grinsen sehen. Ja. Die Wolkenfee, wie Corinna auch genannt wird, hat schon mehrere Weltmeisterschaften gewonnen und ist die amtierende deutsche Meisterin im Drachenfliegen. Routine oder Langeweile schleicht sich bei einem Wettkampf wie den King Ludwig Open aber nie ein. Am Start ist es dann schon spannend, weil wir alle gleichzeitig rausstarten. Eben zur Fensteröffnung um 13 Uhr fliegen 50 Drachen alle in eine Richtung los. Aber ansonsten kann das durchaus auch entspannt sein, wenn man nur alleine oder zu zweit, zu dritt irgendwo lang fliegt, dann ist das mehr Fliegen mit Freunden als wirklich Wettbewerb für mich. Ich genieße das immer, hier sind ein paar richtig gute Lokalpiloten dabei, der Andi Becker mit dem Starflügel, der Tim Grabowski, Bob Bayer, also die kennen sich wahnsinnig gut aus und ich bin immer total glücklich, wenn ich sehe, dass die irgendwo mit mir in der Luft zusammenfliegen. Vor dem Start erfahren die Piloten, welche Strecke sie fliegen müssen. In die anschließende Wertung fließt mit ein, ob sie alle Punkte korrekt angeflogen haben und vor allem, in welcher Zeit sie die Aufgabe geschafft haben. Dabei gilt es, die Thermik gut auszunutzen, um eine ausreichende Höhe zu erlangen. Diese Aufgabe umfasst vom Tegelberg auch aus nach Nesselwang, zu Edelsberg und von da aus dann nach Schober, das ist die andere Richtung, Wieskirche, dann wieder zurück zum Tegelberg, als letzten Wendepunkt dann das Schloss und vom Schloss dann zum Landeplatz. Das heißt, die Piloten kommen alle vom Schloss angeflogen, sind natürlich hervorragende Bilder. Und diese Aufgabe umfasst 60 Kilometer. Das ist bei den Wetterverhältnissen also schon eine recht ordentliche Aufgabe. Den Zuschauern soll die Wettkampfatmosphäre, aber auch der Reiz des Drachenfliegens an sich vermittelt werden. Deshalb bieten die Organisatoren wie jedes Jahr ein großes Rahmenprogramm an. Wir wollen ja auch den Zuschauern das Fliegen ein bisschen näher bringen. Das kann man also zum einen in der Luft zeigen und zum anderen am Boden. Und wir machen das natürlich auch am Boden, dass wir Drachen- und Gleitschirmfliegen zum Anfassen haben mit Simulatoren. Wir haben zum Beispiel jetzt auch am kommenden Wochenende, dann läuft das Rahmenprogramm ab, Fliegen am Kran. Da kann man also, wird man aufgezogen in einem Drachengurtzeug und hängt dann am Kran in 20 Metern Höhe und schaut auf die Schlösser. Die Wertungsflüge der Meisterschaften finden noch bis zum heutigen Samstag statt. Morgen veranstalten alle Drachen- und Gleitschirmpiloten ein Schaufliegen. Und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und hier wieder unsere heutige Gewinnfrage. Wie viele Piloten haben am Auftakt der dritten King Ludwig Open teilgenommen? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, mailen Sie uns an gewinn@tv-allgäu.de. Zu gewinnen gibt es diesmal einen Tandem-Gleitschirmflug. Einsendeschluss ist der kommende Montag um 18 Uhr. Viel Glück beim Mitmachen!